So, jetzt ist mal der Profi am Werk. Hoffen wir, dass wir es mal schaffen. Also, wir brauchen den blauen Strahl erstmal, um die Tür aufzukriegen. Das heißt, wir brauchen diese beiden Stationen, da lässt sich nicht drum rumkommen. Ich habe die Vermutung, dass man mit dem Strahl einfach beides aktivieren kann. Wenn man ihn richtig aufstellt, und zwar hier. So, wenn er hier steht, dann geht beides. Wir stellen ihn erstmal einfach hin. Das passt schon so. Also, dass ich halt mit dem einem Connector sowohl blau als auch rot weiterleite. Das wäre meine Vermutung. Guck, ob das geht. Also, ich verbinde den hier. Ne? So. So, dann. So, den nehme ich erstmal jetzt weg. Dann haben wir noch falsch verbunden. So. Falsch verbunden? Sie sind falsch verbunden. So, das wollte ich eigentlich machen. So. Und da das jetzt einmal offen ist, kann ich den jetzt hier so ähnlich benutzen. Und dann habe ich jetzt den Weg frei. Ich benutze den jetzt hier. Irgendwas denke ich, glaube ich, gerade noch falsch. Das glaube ich aber auch. Nee, so. Dann habe ich den nämlich jetzt frei. Irgendwas mit dem Timing bloß gerade noch komisch. Aber prinzipiell ist es schon so, wie ich denke. Aber interessanter Effekt gerade. Ja. Achso, es ist blau und dann wird's rot. Er macht das schon alles. Okay. Das, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht ganz Sinn der Sache ist. Finde ich aber cool. Das war die Disco, die ich hier aufgemacht habe. Aber jetzt habe ich blau und rot mit dem Connector. Aber schon mal was, oder? Ja, die Tür rechts ist aber trotzdem nicht offen. Du kannst jetzt vielleicht trotzdem hier durchgehen einfach. Wenn er gerade mal offen ist. Siehst du, kannst ihn ja selber durch dich selber blockieren. Ja, das ist ja auch nicht, hilft mir auch noch nicht weiter. Du musst ja trotzdem noch zumindest einen retten. Aber vielleicht kriegst du jetzt hier einfach nochmal. Achso. Boah. Nee, nee. Ich weiß, das ist glaube ich nicht so gewollt. Hm, könnte sein, ja. Erstmal wieder hier durch. Wenn ich den roten blockiere, dann bleibt das ja offen. Ne? Weg. Au. So. Nehme ich erstmal weg, weil das macht mich gerade ein bisschen irre. So kann ich nicht nachdenken. Boah. Danke. Also, meine Idee war eigentlich, dass der praktisch in lila ist und beides weiterleitet, aber das geht irgendwie nicht. Rot scheint stärker zu sein als blau. Also, wenn rot reinkommt, blockiert er das lila wieder, das blaue wieder und dann. Geht das nicht? Ja, das klappt also schon mal nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, jetzt war kurz der Ausgangspunkt. Du hast halt vorhin das mit dem verbunden. Was soll ich mit dem verbinden? Nur so zum Testen, was dann passiert. Und mit dem auch noch. Genau so geht's. Okay, also ganz funktioniert meine Idee noch nicht. Schade drum. Ich fand die super. Das Problem ist, dass du jetzt hier halt keinen von den beiden blauen Konnektoren wegnehmen kannst. Ohne dass das Tor zugeht. Ohne dass das Tor zugeht, was du aber offen halten musst. Genau, das stimmt. Sonst wird nämlich der rote nutzlos. Und damit haben wir auch nichts gewonnen. Gucken wir mal kurz um. Sobald ich halt einen blauen bewege. Ja, ich überlege gerade. 1, 2, ich habe drei Konnektoren jetzt. Doch, das geht. Okay. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich muss einen hier aufstellen. So, einen hier. Wenn die Wahrheit sich nicht offenbaren will, ja, ist es vielleicht am besten, sie an einem anderen Ort zu suchen. Schnauze. So, ein. Hier. Ach, und jetzt kannst du mit dem schon mal das blaue Licht erstmal übernehmen, oder? Jetzt nimm mal den hier. Ne, das geht auch nicht. Ne, das geht erst mal wieder zu. Naja, wohl, ne, du kannst ja, ah ja, genau, du kannst ihn ja quasi erstmal doppeln. Ich kann ihn jetzt erstmal doppeln. So, jetzt kann ich hier noch den blauen. Du gehst jetzt hier rechts auf den blauen Konnektor mit dem Konnektor. Ja.
und gleichzeitig auf die Tür hier links drauf. Also du doppelst quasi die Linie. So. So, jetzt kann ich doch den anderen hinteren Kunde. Nee, ganz noch nicht. Na, wir sind aber knapp dran. Ich hab's schon fast. Was denn, wenn ich das hier wieder mache, nochmal zum Test? Ich mach das ja mal ganz gerne. Das ist Quatsch. Ich finde das so geil. Okay, ist Quatsch. Sobald ich ihn jetzt anfasse, geht das ja wieder zu, ne? Ich darf nicht mal mehr jetzt irgendwie, dass ich ihm sage, dann nimmt er ihn sofort. Ja, ich bin so kurz davor, ich merke das. Ich will nur den blauen. Ich hab's fast. Das ärgert mich gerade. Ich habe zwei Konnektoren dafür verbraucht. Aber du kannst doch jetzt den mal mitnehmen hier. Ja, okay. Achso, und dann geht das wieder nicht. Ah, weil der ja wieder keine Energie bekommt. Naja, das geht, ich darf ja nicht bewegen, das geht nicht. Ja. Das ist aber ganz kurz davor. So, und der muss jetzt hier stehen. Hat das was damit zu tun, dass diese zwei farbigen möglich sind oder nicht? Weil es irgendwie, ich glaube, entweder irritiert mich das gerade und setzt mir Flausen in den Kopf. Oder es hat damit nämlich zu tun. Also ein lila Strahl habe ich zumindest noch nicht gesehen, der beide aufmacht, oder doch? Ne, lila Strahl. Aber war der Titel nicht, nee, da war irgendwie zweifarbige Verwicklung und nicht zweifarbige Mischung. Sind wir wieder so weit. Ja, ganz kurz rot wird. Hm? Die Tür geht aber durch das Gesippe nie auf. Das hilft also leider nicht. Pss, pss, pss. Der Wahnsinn. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schloss. Also, na. Kann ja wohl alles nicht sein. Wir kommen noch in den nächsten Raum, das haben wir auch schon geschafft. Dann schiebt man dann da doof rum, da ist auch nichts mehr. Vielleicht, dass du doch erstmal über die roten nachdenkst. Wenn du da schon quasi mit einem Konnektor zwei Türen öffnen kannst gleichzeitig. Vielleicht hat das irgendwie eine Bewandtnis, die man mal zuerst machen sollte, bevor man an das Blaue denkt. Ist ja nicht so geil. Ich hab jetzt gemacht. Nee, das ist der letzte Schritt. Aber irgendwas muss ich hier draufstellen. Wahrscheinlich einen freien Connector muss man da draufstellen. Ja, genau. Das ist ja überhaupt so. Sinn der Sache, dass wir jetzt einen Konnektor gewinnen da hinten. Und den wir dadurch, dass wir von den zwei blauen... Einen wegnehmen. Wir brauchen ja nur einen, dass wir halt einen blauen hier stehen haben, der hier drauf geht und da drauf geht, einfach von hier. Genau. Aber dazu muss die Tür offen bleiben. Die Tür bleibt nur offen, solange das blaue Feld Energie bekommt. Das heißt, der Trick wäre... Man muss irgendwas splitten. Aber was? Kann ich ihm das dann vorher sagen, dass er den Strahl darauf machen soll? So.
Ah, es geht. Es steht nur falsch. Aber es geht, okay. Dann ist ja easy. Man kann das vorher schon sagen, dass er den Strahl hinschicken soll, auch wenn es noch gar nicht geht, sozusagen. Guck. Ach so. Und jetzt kann ich ihn wegnehmen. Ah, okay. Ist ja einfach. Ah, okay, man kann es auch schon vorher sagen. Dann ist er auch gut. Gut, gut, gut. Das ist aber, glaube ich, echt ganz wichtig, dass wir die Mechanik in den roten Rätseln lernen hier. Ja. Weil ich glaube, die werden uns später sonst fehlen. Wenn wir es halt hier nicht schnallen. Deswegen gut, dass wir hier den Hirnschmalz investieren. Boah, also das heißt, du kannst Konnektoren schon auf blöd platzieren, also schon mal die noch nicht funktionieren, hinrichten. Solange bis irgendwo ich kann jetzt, glaube ich, den Strahl aufgeht. Irgendwo hinrichten, glaube ich. Ja. Also geht das? Wenn ich, jetzt, ich kann jetzt auch sagen... Oh nee. Na, ganz geht's nicht. Also ich muss schon, das Feld muss schon da sein, auch wenn ich es im Moment noch nicht erreichen kann. Dann geht trotzdem, es ist zwar grau, aber es geht prinzipiell, dass er den Strahl dann ausrichtet. Okay, das ist gut zu wissen. Haben wir in der nächsten Session wahrscheinlich wieder vergessen. So, dann war es noch einer. Achso, dann spule ich mal nicht zurück. Sieht aber geil aus, also wenn man so schnell wieder zu Hause wäre nach der Arbeit. Einfach zurückspulen und wieder zu Hause. Okay, wo ist denn der letzte? Gegenüber. Gegenüber? Stimmt. Ja, das mit dem Treppensteigen, das üben wir auch nochmal. Ich habe gerade das Augen zugemacht, weil ich mir echt, weil mir echt schlecht ist gerade. Täuschung. Aber es geht schon. Täuschung, okay. Das gucken wir mal ganz systematisch ein bisschen hier durch. Es gibt eine Let's-Player-Krankheit, wenn man die Headsets benutzt, die wir benutzen. Die sind nämlich, egal wie man sie aufbiegt, drücken die einem die Schläfen so ein bisschen zusammen und da wird einem dann nach einer Weile... kriegt man leicht Kopfschmerzen und es wird einem übel davon. Also das ist echt, das ist gar nicht witzig gerade von Daniel, ist wirklich so, wenn man die irgendwie falsch aufsetzt, weil die irgendwie, wir alle irgendwie verschieden große Köpfe haben und sie dann tauschen, mir ist gerade irgendwie richtig ein bisschen übel. Das hatten wir alle schon. Und dann weiß man immer nicht, ist zu wenig Frischluft im Raum oder starren wir jetzt schon zu lange auf dem Bildschirm, aber es ist tatsächlich das Headset, ja, was das einem die Birne irgendwie ein bisschen einschnürt. Was wir hier alles tun für euer Wohlbefinden. Ja, unglaublich. Also wir haben hier ein rotes... einen roten Lichtspender, dann das ist ein bisschen komplizierter hier, okay. Täuschung heißt das Level und ich glaube, das muss man wörtlich nehmen. Vielleicht ist das ja eins, wo man so hin und her blitzt, um irgendeine von den Türen... Meinst du? Da links geht es eine Treppe hoch. Ist blau. Lauf doch mal da hoch, vielleicht bekommt man hier ein bisschen Übersicht über irgendwas. Okay. Oder vielleicht bedeutet Täuschung auch so viel wie... dass es komplizierter aussieht, als es ist. Steht oben noch ein Connector rum. Da oben, sehr schön. Na, vielleicht kann der auch oben bleiben. Vielleicht hat es ja was zu bedeuten, dass die weiter oben sind. Nee, das geht schon mal nicht. Da hinten links stand noch einer. Mhm. Damit kann man dann den blauen langsam anfangen wieder raus, dann muss man sich rückwärts hier durch die Dings bewegen, glaube ich. Oh ne, auch nicht, okay. Das ist wieder wahrscheinlich, wo man dann jetzt das geschickt. Okay. Jetzt haben wir hier schön... Ah, okay, jetzt kann ich mir hinten den letzten klauen zum Beispiel. Weil ich den dafür gar nicht... Verzeihung. Oder hier klauen, das ist ja relativ wurscht eigentlich. Nee, ist doch nicht wurscht. Okay, schade. Das ist wieder das, wo man dann einen für mehr wahrscheinlich verwenden muss und ging aber schon hin. Lauf doch mal nach links. Warum dauert das jetzt? Ach, hat der jetzt den Blickwinkel verloren hier? Ach, blöd. Ach so, das muss das halt alles wieder aufbauen gerade. Ja. Okay. Hier. Na, ich muss mir einen wieder mehr besorgen, damit ich da hinten durchkomme. Aber welchen? Okay, schauen wir mal kurz. Der beleuchtet die beiden.
Der will euch die Beine. Warum Täuschung? Hier kommt ein blauer Strahl raus. So, ich hab jetzt keinen Connector übersehen. Das ist wieder so eins wie vor, dass man halt einen jetzt frei schaufeln muss. Gucken, kann ich denn irgendwo links vorbei? Meine Folge ist schon wieder viel zu lang, wie ich gerade sehe. Viel zu lang. Ja, ist auf jeden Fall hinten die 50, irgendwo über 50 Minuten raus, wo ich schon nicht mehr sehe, wie lang die Folge geht. Um Gottes Willen. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen eine Pause einfach. Ja. Und lösen das jetzt in der nächsten Folge. Aber ich glaube, das ist mit dem Vorwissen aus der letzten Folge, das kriegt man das gut hin. Nach zwei. Das kriegen wir schon hin, glaube ich, in der nächsten Folge. Bestimmt. Also bis dann. Ciao.